Herzlich willkommen zum neuen Video. Endlich geht's los mit dem Frontmähwerk. Ich habe das schon, glaube ich, vor 3 Wochen bestellt. Hier haben wir das gute Stück. Das ist hier, das ist die Riemenschreibe. Das sind die 4 Riemen. Die haben jede Menge Geld gekostet. Da müssen wir jetzt diese Scheibe müssen wir wechseln. Da muss die andere drauf. Wie gesagt, hier die Riemenrunde, die andere drauf. Für das KM429FS. Also wer Interesse daran hat, kann sich gerne bei mir melden. Dann kann man quasi das Heckmähwerk mit der 1400er fahren. Und das Frontmähwerk läuft dann trotzdem bei reduzierter Drehzahl 1000 Umdrehungen. Ich glaube, ich habe es schon 100 Mal gesagt. Letzte Mal jetzt. Also so wird's. Und dann fangen wir jetzt mal an. Jetzt hat er verloren. Schon geht's wieder an. So. Jetzt muss ich mir erstmal einen Schlüssel holen. Jetzt muss erstmal hier der Riemenspanner locker, dass ich die Riemen dann abkriege. Also hier oben, die habe ich schon locker. Jetzt messe ich mal. Oh. Also Unterkante hier von dem Eisen 14. Dass wir nachher wissen, wie wir da wieder spannen müssen, weil so. Gehe ich von aus, das ist optimal gespannt. Dann machen wir das nachher wieder so. So, hier oben sind locker. Gehen auch einmal frei ab. Wo sind die hin? Hier. 1. So, das war's. Wieder ab. Hier den Ring ab. Jetzt muss einfach nur noch die Riemenscheibe runter. Fest.
So. So, das ging jetzt doch schneller wie geplant. Und gleich muss ich nicht ab. Also, Mähwerk fertig. Jetzt hat er wieder dran. Und hier. Jetzt habe ich nichts mehr. Ich heb's aber auf. Tiger Wolf. So, und gleich weiter, nächste Baustelle. Hier, der Stapler, das ist der Bernd. Aber um dem geht's nicht. Geht um den. Eine kleine Reparatur. Und zwar hier vorne. Also das Problem war, erst habe ich gedacht, der Schlauch, den habe ich jetzt neu mitgebracht. Weil ich hatte ja das Frontmähwerk geholt. Das natürlich auch laufen lassen. Und dann lief vorne am nächsten Tag, war ölig. Öl ist immer nicht gut. Habe ich gedacht, dieser Schlauch, weil das ist der, der steuert quasi die Frontzapfwelle an. Der geht, sieht man's, da dran. Mit diesem Magnetventil schalte ich oben in der Kabine, schalte ich die Zapfwelle ein. Dann macht das Ventil auf. Das drückt dann Öl quasi durch. Und der Schlauch, also die Frontzapfwelle sitzt ja dann hier, ja, da dran. Der Schlauch geht hier dran und drückt dann quasi hier mit diesem Zylinder die Kupplung zusammen und dann läuft die Zapfwelle. Also so mal grob erklärt. Und ja, wie gesagt, wir haben gedacht, dass der Schlauch dann hier irgendwo kaputt wäre. Rausgemacht war er aber nicht. Also kommt Öl woanders her und dann kam das hier, ich weiß nicht, sieht man es, hier aus dem Lüftungsloch, weil der Zylinder innen drin kaputt war. Und ja, habe ich dann zu meinem Cousin gebracht, der hat es rausgemacht, das war ganz schön Murks, oder ist auch noch Murks. Hat dann hier die Teile bestellt, quasi den Zylinder neu und hier diese, weiß ich wie die heißen, die sitzt auf jeden Fall auch hier vorne drin irgendwo, wo die Zapfwelle dann, wo das hier die Welle, also quasi da sitzt sie drauf, ach was weiß ich wie das alles heißt. Und man sieht es nicht, da unten an die Riemenscheibe, da ist das nachher hier angeschraubt, der Seite. Ja, das ist auf jeden Fall so aktuell hier der Stand. Bin ich morgen wieder an der Arbeit und ja, so wie er gesagt hat, wird er wohl morgen fertig. Dass, wenn es nachher ans Heu geht, dass das auch alles läuft. Weil das ist immer blöd, wenn man am Mähen ist oder sonst irgendwie am Fahren ist. Und hier vorne gibt es richtig Krambelage und dann läuft Öl raus oder sonst was und muss nicht sein. Auf jeden Fall. So sieht's aus. Hier liegen die Arme, alles wieder dran, dass das wieder ordentlich wird. Ja, in diesem Sinne machen wir jetzt erstmal Feierabend. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, habe ich die Mähwerke angehängt. Und ich will jetzt mal hier die Kuppel, hier wo die Pferde drauf fahren, schließlich nachmähen. Einmal die Seite. Einmal hier, hier oben haben im Winter die Siloballen gesessen und da denke ich mir hier, schafft der Ferguson auch und dann kann ich mal probieren, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und so wie es halt sein soll, vorne mit dem Riemen mit der Drehzahl.
hier schon mal ein paar Meter gefahren. Also ich sag mal, hier zum Nachmähen geht das, aber bei dickem Heugras, da kackt er in die Hose. Das wird nichts, da sind 80 PS ein bisschen knapp. Da habe ich hier oben noch ein kleines Stück und dann ist schon fertig. Und ich glaube, dann hängen wir wieder ab und dann lassen wir das mal so gewesen sein. Testfahrt ist beendet. Ich bin hier jetzt hier oben auf den Platz gestellt. Stehe voneinander. Und dann kann man die jetzt, wenn es dann irgendwann mal losgeht mit Heumachen, anhängen und dann geht das los. Dann steht einem das nicht im Weg. Jetzt müssen wir demnächst nochmal den Wender rausholen und eine Schwale abladen. Der steht auf dem einen 8-Tonner. Und dann warten wir auf gutes Wetter. Der New Holland ist wieder da. Frontabfeld funktioniert so wie sie soll. Alles wieder frisch. Haben wir jetzt einfach hier mit der Hand festhalten. So ein bisschen läuft die, hat die vorher auch gemacht, läuft die immer. Ist erstmal so. Ja, ich denke mal, für dieses Video soll es dann auch gewesen sein. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, würde mich über ein Like und ein Abo freuen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.